Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Militärboote sind in den Seestreitkräften der Welt eine sehr beliebte Form des Wassertransports. Sie werden hauptsächlich in Küstengebieten eingesetzt, um feindliche Eindringlinge aufzuspüren, wichtige Ladungen zu eskortieren, Piraterie, Terrorismus auf See und andere Bedrohungen zu bekämpfen. Und heute werden wir dir die 10 besten Militärboote der Welt zeigen. Pacific 950. Das Pacific 950 ist ein optional bemanntes, starres Schlauchboot, das gemeinsam von BAE Systems und ASV Global entwickelt wurde, um die besonderen Einsatzanforderungen der Seestreitkräfte weltweit zu erfüllen. Das Pacific 950 eignet sich für den Einsatz zu Lande, zu Wasser und in der Luft durch Lieferung aus der Luft und bietet den Nutzern operative Flexibilität. Er kann für eine Reihe von bemannten und unbemannten Missionen eingesetzt werden, darunter Seepatrouillen, Überwachung, Aufklärung, Feuerunterstützung und den Schutz großer Schiffe im Konvoi. Das RIB unterstützt die Integration von Lafetten für die Installation von Waffensystemen an der vorderen und hinteren Position des Rumpfes. Die Waffenlafetten können 7,62 mm und 12,7 mm Maschinengewehre sowie 40 mm Granatwerfer tragen. Die Pacific 950 kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Knoten, also 84 km/h, segeln und bei einer maximalen Last von 3 Tonnen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 Knoten, also 74 km/h, erreichen. Raptor. Die Raptor-Hochgeschwindigkeitspatrouillenboote werden von der OpenJSC Pella Shipyard mit Sitz in Leningrad, Russland, entworfen und gebaut. Das Boot kann in einem breiten Spektrum von Missionen eingesetzt werden, darunter Patrouillenfahrten, Such- und Rettungseinsätze, Sabotage- und Antiterror-Einsätze. Das Raptor-Patrouillenboot wird von einem 2000 PS starken Motor angetrieben und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 50 Knoten, also 92 km/h. Es kann Missionen in einem Radius von 160 Kilometern von seiner Operationsbasis aus durchführen. Das Boot ist mit einer fernbedienbaren Waffenstation für ein 14,5 mm Maschinengewehr sowie mit einem kreiselstabilisierten elektrooptischen Modul ausgestattet. CB90 HSM. Ein Küstenschutzarm der schwedischen Marine Docksterwart Vett fertigte für das Amphibienkorb ein neues militärisches Sturmboot Combat Boat 90 HSM. Es ist in erster Linie für Operationen in den Küstengewässern Schwedens bestimmt. CB90 HSM ist eine neue, modifizierte Version des bestehenden CB90-Schiffes, das 1991 in Dienst gestellt wurde. Es bietet verbesserte Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit, Angriffs- und Überwachungsfähigkeiten. Das CB90 HSM verfügt über eine ferngesteuerte Waffenstation Saab Trackfire, die hohe Präzision und Leistung bietet. Das CB90 HSM wird von zwei Scania Diesel V8 Motoren mit einer maximalen Leistung von jeweils 900 PS angetrieben, die das Schiff mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Knoten, also 83 km/h, fahren. Guardian. Pazifik-Patrouillenboote der Guardian-Klasse werden von der australischen Schiffbaugesellschaft Austal im Rahmen des Pazifik-Patrouillenboot-Ersatzprojekts entwickelt. Die Hauptbewaffnung des Schiffes ist ein Geschütz vom Kaliber 30 mm, während die Sekundärbewaffnung aus Mehrzweckmaschinengewehren vom Kaliber 12,7 mm auf der Backbord- und Steuerbordseite besteht. Das Boot wird von zwei Caterpillar-Motoren mit einer Leistung von je 2719 PS angetrieben, die elektronisch gesteuert werden, um einen verbesserten Kraftstoffverbrauch zu erreichen. Das Schiff ist in der Lage, mit einer Geschwindigkeit von 20 Knoten, also 37 km/h, zu fahren und kann bei einer Geschwindigkeit von 12 Knoten, also 22 km/h, eine Reichweite von bis zu 5555 km erreichen. Prime
Project 2189. Die vom JSC Wimpel Design Bureau entworfenen Sabotageabwehrschiffe der Projekt 2189-Klasse sind für den Schutz von Marinestützpunkten, Häfen und Wassergebieten der Russischen Föderation bestimmt. Zur Verteidigung gegen feindliche Flugzeuge, Hubschrauber und ferngesteuerte Fahrzeuge ist das Schiff am Heck mit einem tragbaren Ilgla-Luftverteidigungssystem bewaffnet. Eine am Bug angebrachte schwere Maschinengewehrlafette mit 14,5 mm Marinesockel dient der Verteidigung gegen leicht gepanzerte Flächen, See- und Luftziele. Der Strom für das Schiff der Project 2189-Klasse stammt von 2 Dieselmotoren, 2 Festpropellern und 2 Dieselgeneratoren. Die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes beträgt 23 Knoten, also 42 km/h, und die Reichweite 322 Kilometer. Mark 6. Die Mark 6 Patrouillenboote werden vom amerikanischen Bootshersteller Safe Boats International entworfen und gebaut und als Patrouillenboote der nächsten Generation für die US-Marine zu dienen. Die vielseitigen Patrouillenboote können Such- und Beschlagnahmeoperationen, Abfangoperationen auf See, Kooperationsoperationen im Bereich der Theatersicherheit und andere geheime Aktivitäten der Sicherheitskräfte unterstützen. Das Patrouillenboot ist mit 2 ferngesteuerten und stabilisierten MK 38 Mod 2 25 mm Maschinengewehrsystemen, Kleinwaffenlafetten und 6 von der Besatzung bedienten 50 Kaliber Maschinengewehren bewaffnet. Das Antriebssystem integriert 2 Dieselmotoren und Wasserstrahlen. Die Boote können unter Volllast eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten, also 55 km/h, erreichen. M36. Die Patrouillenboote der M36-Klasse wurden von der Marsen Company gebaut und sind für die Seepatrouillenanforderungen der Königlich Thailändischen Marine vorgesehen. Das Patrouillenboot kann eine Reihe von Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel die Durchsetzung von Gesetzen auf See, die Verhinderung von Infiltrationen an Land oder auf See und den Schutz von Schifffahrts- und Fischerbooten. Das vordere Bugdeck ist mit einem einzelnen 20 mm oder 30 mm Maschinengewehr ausgestattet, während das Achterdeck ein auf einem Sockel montiertes Boden-Luft-Raketensystem aufnehmen kann, das den Abschuss von Waffen wie dem Mistral ermöglicht. Die Patrouillenboote der Klasse M36 werden von 3 Cummins-Motoren angetrieben, die jeweils eine Nennleistung von 1800 PS haben. Das Schiff hat eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 27 Knoten, also 50 km/h. Skjold. Das schnelle Patrouillenboot der Skjold-Klasse zeichnet sich durch seine Geschwindigkeit, seine reduzierten Signaturen, seine geringe Größe mit schwerer Waffenlast und seine Kampffähigkeit an der Küste aus. Das erste Schiff der Skjold-Klasse wurde im April 1999 an die norwegische Armee ausgeliefert. Die Skjold ist mit 8 Kongsberg NSM Schiffsabwracksraketen bewaffnet und verfügt auch über eine Boden-Luftrakete mit kurzer Reichweite. Die infrarotgelenkte MBDA Mistral in tragbarer Konfiguration. Die Kanone des Schiffes für den Einsatz gegen Flugzeuge und andere Schiffe ist die Ottomilara 76 mm Super Rapid. Die Skjold verfügt über ein kombiniertes Diesel- und Gasturbinenantriebssystem mit 2 Rolls-Royce Allison Gasturbinentriebwerken mit einer Leistung von je 8160 PS. Diese sorgen für eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 55 Knoten, also 102 km/h. Metal Shark 40 Defiant. Die 40 Defiant von Metal Shark ist eine revolutionäre neue Plattform für Einrumpfpatrouillenboote, die entwickelt wurde, um die militärischen Anforderungen von morgen in einer sich schnell verändernden Welt zu erfüllen. Die 40 Defiant ist sofort als eine total krasse Militärmaschine erkennbar,
die bereit ist, mit überwältigender Kraft auf jede feindliche Bedrohung zu reagieren. Das für die US Navy konfigurierte Schiff verfügt über 6 MK-16 Waffenfundamente sowie ein großes vorderes Fundament für stabilisierte, ferngesteuerte, optisch gelenkte MK-49, MK-50 Waffensysteme. Die 40 Defiant wird von 2 innenliegenden Cummins Dieselmotoren angetrieben. Die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes beträgt 40 Knoten, also 74 km/h. Cape. Die Cape-Class Patrol Boats wurden vom australischen Schiffsbauer Austal für die australische Grenztruppe gebaut, um die veraltete Flotte der Bay-Class Patrol Boats zu ersetzen. Die Patrouillenboote der Cape-Class verhindern den unerlaubten Zugang zur See, Piraterie, maritimen Terrorismus, Meeresverschmutzung, illegalen ausländischen Fischfang, unrechtmäßigen Import oder Export und illegale Aktivitäten in geschützten Gebieten. Jedes Patrouillenboot der Cape Class ist mit 2 12,7mm Maschinengewehren bewaffnet. Patrouillenboote der Cape Class werden von 2 Caterpillar-Hauptmaschinen angetrieben. Jeder Motor liefert eine Leistung von 3.343 PS. Das Boot hat eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten, also 46 km/h, und eine Reichweite von 7.408 km bei 12 Knoten, 22 km/h. Das war alles, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Militärboote euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.